Die letzten zwei Jahre waren durch die Corona-Pandemiebekämpfung geprägt. Die Operationszentrale des Kommando Territorialer Aufgaben der Bundeswehr hat den Amtshilfeeinsatz im Auftrag des Nationalen Territorialen Befehlshabers geführt. Die sicherheitspolitische Lage in Europa erforderte einen Schwerpunktwechsel hin zum Verfassungsauftrag der Bundeswehr. Ja, wunderbar, perfekt. Läuft. Starten wir jetzt. Ja, wunderbar. Guten Morgen aus der Operationszentrale des Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Wir waren jetzt zwei Jahre in der Amtshilfe Corona, hatten ein großes Einsatzkontingent an der Spitze mit 25.000 Soldatinnen und Soldaten, war mit weit über 20.000 im Einsatz. Mit Stand heute haben wir noch drei Soldatinnen und Soldaten in dem Einsatz, die uns im Rahmen der Amtshilfe unterstützen. Wir hatten an der Spitze über 1.100 Amtshilfeanträge, die deutschlandweit parallel gelaufen sind, und heute haben wir gerade noch 6. Und diese Zahlen haben natürlich dazu geführt, dass wir jetzt in ein Regelverfahren übergegangen sind. Das heißt, ganz normal, wie wir Amtshilfe leisten, ohne ein Kontingent, sondern mit Einzelabfragen bei den Teilzeitkräften, bei den Organisationsbereichen, bei den Bundesämtern, um dann, wenn Anfragen kommen, das Ganze dann auch mit Ressourcen dann zu hinterlegen. Aufgrund der sicherheitspolitischen Lage in Europa hat sich auch unser Auftrag deutlich verändert. Wir sind auch in der Unterstützung der Verlegung und auch der Amtshilfe für die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge gebunden, haben dort auch zwei Anträge mit Personal derzeit in der Durchführung. Das eine ist in Berlin, wo wir bei der Aufnahme und der Verteilung unterstützen, seit gestern mit 30 Soldatinnen und Soldaten. Und in Hannover, vergleichbar auch dort im Verteilzentrum mit 24 Soldatinnen und Soldaten, die dort unterstützen. Und dann haben wir noch wenige Anträge laufen, wo wir Infrastruktur bereitstellen für die Unterbringung von Geflüchteten. Die Anlage hinter uns ist ausgerüstet für etwa 10.000 bis 15.000 Personen am Tag durchzuschleusen. Davon sind wir im Moment noch weit entfernt. Hängt natürlich auch mit den Fluchtbewegungen zusammen. Wir haben etwa eine Durchschleusung von 1.000 bis 1.500 Personen am Tag. Wir selber waren ja von Anfang an darauf eingestellt, auf eine hohe Durchsatzquote. Ist nicht eingetreten, deshalb hat die Bundeswehr entsprechend in Absprache mit den zivilen Teilnehmern hier reagiert und das Personal abgeschmolzen. Und wir haben mit anderen Behörden auch oder Organisationen hier im oberen Verwaltungstrakt, ehemalige Polizeibereiche, die Bundeswehr untergebracht, haben wir zwei Büros. Jetzt hinter mir zu sehen, der Arbeitsbereich unserer Soldaten, eigentlich eine Aufgabe der LAF, also des Landesamtes fürs Flüchtlingswesen hier in Berlin, nämlich die Registratur derer, die da ankommen, ob jetzt von Berlin zugesteuert oder direkt aus dem Zug vom Bahnhof hierher kommend, meistens Familien mit Kind, mit Hund und Katz. Alles dabei und deshalb auch hier die Plüschfiguren, eben auch die Kinder, hier möglichst schonend an die völlig neue Lebenssituation heranzuführen. Das ist hier die erste Station. Wir helfen der LAF hier aus, bis die ihr eigenes Personal soweit aufgebaut hat, damit sie die Arbeit selbstständig bewältigen können, und reichen dann die Flüchtlinge oder die Ankommenden hier weiter an die nächsten Stationen, wo dann die Behörden zum Zuge kommen,
und dann auch von Passkontrolle über Identitätsfeststellungen all die Bereiche machen, bis es dann am Ende hoffentlich zur Zuweisung in irgendeinen Anschlussraum kommt. Was wir hier auch tun, wir geben Bustickets aus für die Weiterreise dieser Personen. Wir haben hier täglich einen Abgang von zwischen 20 und 30 Reisebussen nach ganz Deutschland, wohin dann die Ankommenden hier weiterverteilt werden. Nachdem die Bundeswehr die Amtshilfe zugesagt hat, mussten wir das Personal auch sehr schnell aufbauen, weshalb wir uns zu Anfangs mit aktiven Kameraden und Reservisten hier an der Hilfe beteiligt haben. Mittlerweile konnten wir aber die aktiven Anteile dieser Hilfeleistung wieder deutlich reduzieren. Die Bundeswehr hat in der Amtshilfe vor allen Dingen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, aber auch zur Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser im Ahrtal Grandioses geleistet. Alle Soldatinnen und Soldaten waren wirklich spitzenmäßig, professionell, zuverlässig, zur Stelle, wenn sie gebraucht wurden. Und trotzdem ist es richtig, dass die Amtshilfe jetzt geendet ist. Wir hatten zeitweise über 15.000 Soldaten im Einsatz, 1.000 Hilfsleistungsanträge am Tag, gleichzeitig unheimlich große Koordinierungsleistung unserer OPZ, wirklich prima gemacht. Bürgerinnen und Bürger haben mir geschrieben, wie wunderbar die Soldatinnen das gemacht haben. Es gab aber auch Absurdes, denn es wären jetzt die zivilen Kräfte gewesen, die gefragt gewesen wären. Nach 2 Jahren in der Corona-Pandemie müssen die zivilen Strukturen aufgestellt werden. Und wenn ich höre, dass Personen zum Beispiel, die sich beworben haben, nicht eingestellt wurden, dann haben wir auch gesehen, dass etwas schief lief. Gleichwohl ist es so, dass uns am 23. Februar verdeutlicht wurde, dass die Bundeswehr einen anderen Auftrag hat. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Seit 1.4. machen wir dies wieder. Wir bilden wieder aus. Wir stellen Truppe im Osten Europas im Rahmen unseres NATO-Auftrages und machen jetzt Hilfsleistungen nur noch im Rahmen des sogenannten Regelverfahrens. Wir gucken also, was haben wir an Truppe zur Verfügung und was können wir zur Verfügung stellen. Das machen wir derzeit in Berlin und in Hannover. Und es ist richtig, dass wir da sehr strenge Maßstäbe anlegen, denn unsere Kameradinnen und Kameraden müssen sich vorbereiten für die von mir erwähnten NATO-Einsätze. Amtshilfe ist nicht der Kernauftrag der Bundeswehr. Die Bundeswehr wird gebraucht. Wir sehen das jetzt vor dem Hintergrund des entsetzlichen Krieges in der Ukraine. Die Bundeswehr ist eine Armee und deswegen ist die Amtshilfe zu Recht auch immer subsidiär. Und die Bundeswehr muss sich jetzt wieder konzentrieren auf Ausbildung, Übung und Einsatz. Wir stellen unsere Truppen Übungsplätze zur Verfügung für zum Beispiel befreundete Streitkräfte zur Ausbildung und Übung, aber auch zum Stopp. Ich sage immer Pitstop dazu, dann versteht das auch jeder. Dort kriegen die also was zu essen, können schlafen und Betriebsstoff ergänzen. Ja, und das ist das, womit wir uns im Wesentlichen jetzt weiter beschäftigen. Und ich will Ihnen sagen, das ist schon eine Menge. Aber ich bin zuversichtlich, denn wir haben tolle Leute, tolle Männer und Frauen an unserer Seite und ich freue mich auf die weiteren Aufträge, um diese gut zu erfüllen. Danke. Neben der Amtshilfe, die wir klassisch hier im Kommando Territoriale Aufgaben ja durchführen, ist ein Zweitauftrag die Verlegung durch Deutschland, sowohl eigene Kräfte als auch alliierte Kräfte, die dann zur Verstärkung der Ostflanke der NATO eingesetzt werden, die in Deutschland zum Beispiel Rasträume brauchen, Unterbringung, Verpflegung, betankt werden müssen. Das wird auch hier koordiniert im Auftrag des Nationalen Territorialen Befehlshabers und das läuft natürlich dann auch hier als unser neuer Schwerpunkt. Ja, Host Nation Support machen wir für unsere alliierten Partner. Wir haben eine ganze Anzahl von alliierten Streitkräften, die durch Deutschland, als Drehscheibe Deutschland transitieren, in der Regel an die polnische Grenze dann durch Deutschland durchgeführt werden oder nach Tschechien, die natürlich dann aufgrund der Strecke Zwischenhalte brauchen und dann von uns versorgt werden. Und das, was wir die Alliierten machen, machen wir auch für die eigenen Kräfte. Die Patriot-Staffeln, die nach die Slowakei verlegt werden, müssen auch durch Deutschland gebracht werden. Auch die brauchen Unterkunft, Verpflegung. Und das wird hier bei uns koordiniert und sichergestellt, dass die Kameraden auch dann ordentlich in den Einsatzort kommen. Ich bin Zugführerin der Ehreneskorte der Bundeswehr. Wir begleiten Staatsgäste des Bundesministeriums der Verteidigung in protokollarischen und Sicherheitsangelegenheiten. Zu der Zeit, wo die Bundeswehr in Amtshilfe geholfen hat,
lag mein Kerngeschäft so gut wie auf Eis. Wir hatten relativ wenig Aufträge nur noch, dadurch, dass aufgrund von der Covid-19-Pandemie wenig Gäste eingeladen wurden nach Deutschland oder überhaupt Flugverkehr oder das Reisen relativ ausgesetzt wurde. Zu Höchstzeiten hatte ich bis zu 85% meiner Soldaten eingesetzt in der Amtshilfe. Zu weniger schwierigen Zeiten wie im Sommer letzten Jahr waren es ungefähr 30-40%. Ich war eingesetzt in der Amtshilfe in einem Altenheim und musste da unterstützen. Dadurch, dass ich relativ wenig Soldaten hier in der Kaserne hatte, hat natürlich die Aus- und Weiterbildung ein bisschen gelitten, musste aufgeschoben werden. Mit den wenigen Soldaten, die ich hatte, haben wir natürlich Ausbildungen noch durchgeführt. Auch mal etwas, was wir so normalerweise nicht machen würden. Dadurch, dass wir so wenig waren, konnte man spezieller auf die einzelnen Soldaten eingehen. Aber ja, vieles lag auf Eis und musste warten, bis die Amtshilfe vorüber war. Ich bin sehr froh darüber, wieder in meiner normalen Tätigkeit tätig zu sein. Es war eine interessante Erfahrung, aber es reicht auch und ich gehe gerne meinen Job jetzt nach.